Ein Sonntagsblatt für Sie? Mitglied der Kirche zu sein, was es vielleicht 1950 geheißen hat. 1950, ja, da konnte man zwar aus der Kirche austreten, Staatskirche war abgeschafft, aber wer aus der Kirche ausgetreten ist, der hatte soziale Sanktionen zu befürchten. Also der wurde im Moment, oder die Schwiegermutter, in einer Situation uns bewegen, wo der Kirche auch viel Gegenwind entgegenweht. Wo man dann in den Zeitungsschlagzeilen über Missbrauchsskandale liest, mit guten Gründen. Ich finde es richtig, dass wir diese Diskussion auch öffentlich führen. Wo dann die Rede ist von Kirchenaustritten, gestiegenen Kirchenaustritten. Und manchmal dann der Eindruck entsteht, wie sieht die Zukunft der Kirche eigentlich aus? Es wird weniger Geld geben, ja. Wir werden weniger Mitglieder haben. Das sind Dinge, die kann man jetzt schon absehen. Aber das ist doch eigentlich gar nicht das Entscheidende. Sondern die entscheidende Frage ist doch, stehen wir ein für das, an was wir glauben? Strahlen wir selbst das aus, wovon wir sprechen? Das ist die eigentliche Frage. Alles andere dürfen wir in Gottes Hand legen. Aber wir müssen selber wissen, wovon wir sprechen und woraus wir leben. Also eigentlich ist das Allerwichtigste die geistliche Erneuerung. Dass wir unseren Glauben immer wieder neu entdecken. Dass wir auch stolz drauf sind. Dass wir eine so wunderbare Botschaft anzubieten haben, dass wir davon auch sprechen und dass wir vielleicht so davon sprechen, dass eben auch Menschen neugierig werden, die vielleicht ein Klischeebild von Kirche im Kopf haben, was es vielleicht auch mal irgendwann ansatzweise gegeben hat, was aber überhaupt nicht mehr.